Ihr habt das Recht, mitzumischen, wenn es um politische Entscheidungen geht. Das gilt für euren Ort, euer Land und natürlich auch für Europa. Das Problem ist, oft ist die Distanz zwischen Jugendlichen und Politik recht groß. Die Distanz zwischen Jugendlichen und europäischer Politik noch viel größer. Was ist die einfachste Möglichkeit, das zu ändern? Man redet miteinander. In der EU wird der Austausch zwischen Jugendlichen und Politikerinnen und Politikern durch den strukturierten Dialog unterstützt. Er sorgt dafür, dass eure Meinungen und Vorschläge bei europäischen Entscheidungen im Jugendbereich berücksichtigt werden. Dabei geht es um Themen wie Beteiligung, Beschäftigung oder Engagement. Also Themen, die für Jugendliche in der gesamten EU wichtig sind. Und wie funktioniert der strukturierte Dialog nun konkret? Entscheidet in eurem Freundeskreis, eurem Jugendverband, eurer Schulklasse oder gemeinsam mit euren Kolleginnen und Kollegen am Ausbildungsplatz, welches Thema für euch besonders wichtig ist. Es gibt festgelegte Themen, aber natürlich sind auch eure eigenen Themen erlaubt. Ihr habt ein Thema gefunden? Dann kann's ja losgehen. Recherchiert und diskutiert miteinander. Entwickelt gemeinsam Standpunkte. Dann sucht ihr die Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung, die für euer Anliegen zuständig sind. Zum Beispiel die Bürgermeisterin oder den Leiter des Jugendamts. Und ihr startet einen Dialog mit ihnen. Wie ihr das anstellen sollt? Kulinarisch zum Beispiel. Ladet sie doch einfach zum gemeinsamen Kochen ein. Bei einem internationalen Menü könnt ihr euch nach Lust und Laune über die wichtigen Themen unterhalten. Eure Gäste sollten sich eure Meinung anhören und mit euch darüber diskutieren, wie eure Vorschläge in konkrete Politik umgesetzt werden können. Später sollten eure Dialogpartnerinnen und Partner euch dann eine Rückmeldung geben, was mit den Ergebnissen passiert ist. Am besten trefft ihr euch mehrmals, damit ein regelmäßiger Austausch entsteht. So könnt ihr bei politischen Entscheidungen in eurem Umfeld mitwirken. Und wo kommt Europa ins Spiel? Die Standpunkte, die ihr gemeinsam entwickelt, können auch europäische Jugendpolitik beeinflussen. Vorausgesetzt, ihr gebt sie an die Koordinierungsstelle für den strukturierten Dialog weiter. Zu ausgewählten Themen sammelt diese die Dialogergebnisse und leitet sie an die EU weiter. Denn was in Deutschland passiert, geschieht auch in allen anderen Mitgliedstaaten der EU. Bei EU-Jugendkonferenzen erarbeiten dann Jugendliche und Verantwortliche aus den Jugendministerien aller EU-Länder gemeinsam eine Zusammenfassung. In der steht dann, was Jugendlichen in ganz Europa wichtig ist. Diese Zusammenfassung ist die Quintessenz der Meinungen und Vorschläge von Jugendlichen in allen EU-Ländern. Damit hat sie ein ganz schönes Gewicht. Und daher müssen die Zuständigen in der EU und ihren Mitgliedsländern die Ergebnisse auch in ihre Überlegungen einbeziehen und euch Bericht erstatten. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr dann gleich wieder Feedback geben. Und die nächste Runde des Dialogs beginnt. Strukturierter Dialog. Mitdenken, mitreden, mitbestimmen. Jugend bewegt Politik. Mehr Infos und Praxistipps gibt's unter www.strukturierter-dialog.de.